Schnellreiseding. Deine Ehe. Ich habe nachgedacht. Sagen wir, der Häuptling bekommt seinen Willen. Dauerhaften. Unten, oben, unten, unten. Was dann? Oh, drei gehen, nur du kehrst zurück? Was ist passiert? Kevo hat die Wahrheit gesagt. Die Rebellen hatten einen Behemoth. Kevo wurde im Kampf verletzt, aber der Angriff ist vereitelt. Ah, okay. Bereut seine Zweifel an dem Jungen. Dein Enkel hat sich als ehrlich und tapfer erwiesen, Kaplanin. Er ist dem Tiefland loyal. Dann lässt du ihn frei? Er hat die Freiheit verdient. Doch es braucht noch viele Taten, damit auch der Rest des Clans ihm wieder traut. Ich tue alles dafür. Danke, Aloy. Genau. Schluchtrand steht tief in deiner Schuld. Als erstes Zeichen des Dankes. Danke. Wenn du wieder gesund bist, habe ich dir so vieles zu zeigen. Wir kommen zurück, Kevo. Blut für Blut. Schon wieder Fähigkeitspunkte. Oh Gott. Was? Eine Munition, die vorher schon verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Scanne Gegner, ja. Okay. Einige Stoppe für keine Schuld. Drehte ab vorne. Ah, okay. Okay, weiß ja auch dann im Groben Bescheid. Ich will da hoch. Fremde. Brauchst du Vorräte? Ja, bitte nur ein. Wo ist die Kacke? Ey, wo ist die Kacke? Auf geht's! Oh nee. Komm her für eine Partie Streit. Seltsam, dass nur Dornmarsch im roten Gift verrottet. Mir egal, ob es seltsam ist. Mich kümmert nur, dass es unsere. Ich will nur gucken, was die, was für welche Bogen die haben. Muss ich wirklich außen rum dappeln? Na gut, die Schweine haben mich reingeschmissen. Kämpfe, als ob es um dein Leben geht. Ich bin bereit zum Handeln. So, Waffen. Der Teil Schaden gegen niedrige. Okay. Sieht auch mal interessant aus. Zu verändern. Stimmt's? Was kann ich upgraden? Munition herrscht. Ah, das ist wieder die. Oh, Maschinenmuskeln. Habe ich jetzt genügend.
Gut, gut, gut. Das heißt, es sieht halt diese Hauptmission aktiv. Das ist ja wieder diese Poseidon-Ding. Aber wo war das nochmal? Hier, glaube ich, war noch aktiv, oder? Meine Kraft ist da. So. Hat doch hier noch einen. Neben mir ist noch aktiv, oder nicht? Oder. Doch, ja. Für den Clan, den Stamm! Haben Sie Maschinen gezählt, die die melden? Wir haben Regale einlagert. Kommst du mit? Das schaffen wir wieder. Klar. Vielleicht. Der Stamm hat schon so geschaut. Streiterin, wir müssen uns auf deine Stärke und Großzügigkeit verlassen. Sag ihr einfach, was los ist, Duka. Der Stamm braucht die Arena. Nur mit ihrer Hilfe bekommen wir sie wieder auf. Ihr braucht die Arena? Aber die Kulrut ist vorbei. Das stimmt. Doch wir benutzen die Arena, um die Moral des Stammes zu heben. Wir nutzen sie zum Training. Wir treiben Maschinen rein, sodass die Soldaten in kontrolliertem Rahmen das Töten erleben können. Und das hebt natürlich die Moral. Häuptling Hekaro lässt uns die Arena nicht öffnen, bis die Balliste, die das Feld schützt, repariert ist. Wir brauchen sie, falls eine Maschine Amok läuft. Während der Kulrut wurde sie beschädigt. Die Teile, die wir brauchen, sind schwer zu finden. Ihr wollt, dass ich Maschinen jage und euch ihre Teile bringe? Wir fragen dich, da jeder Trupp im Hain in Alarmbereitschaft ist. Für den Auftrag gibt es aber auch Vergütung. Stimmt's, Kalla? Natürlich. Wenn die Arena wieder öffnet, wäre ich geehrt, dich zum Wettkampf einzuladen. Es wird eine große Vielfalt an Maschinen geben. Und es gibt Preise für dich, wenn du gewinnst. Nicht nur in der Arena, sondern auch für Medaillen aus den Jagdgebieten. Die kannst du für die beste Ausrüstung des Stammes eintauschen. Die Balliste reparieren wir mit einer Sehne von einem Rollrücken und Dornrückenstoßzähnen. Diese Maschinen wurden nahe eines Lagerfeuers im Südosten gesehen. Du kannst die Teile hier bei mir abgeben, wenn du sie hast. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Eine Sache noch, wenn du wieder in die Wildnis gehst. Ich habe einen Auftrag, hat mit der Moral der Soldaten zu tun. Einen bedauerlichen. Jeder Tenakt-Soldat hat eine Marke mit seinem Truppensymbol. Rebellen haben die Marken von ihren Opfern gesammelt. Diese Marken findest du an Außenposten des Feindes. Bring sie zu mir, wenn du sie hast. Ich sorge dafür, dass sie die Kameraden und Liebsten der Soldaten bekommen. Solch Bestätigung kann manchmal die Trauer lindern. Und es gibt Prämien, falls dich das interessiert. Ich habe schon ein paar Marken gefunden. Hier, eine kleine Belohnung für dich. Aber pass weiter auf. Es gibt noch viele Außenposten in der Wildnis. Dank dir, Streiterin. Und bitte vergiss nicht die Teile für die Balliste. Ich kenne die freiwillig Kaja-Land betreten würden, würden es niederbrennen. Ich weiß nicht. Was? Es heißt, wir hinter den Kaja-Gehersländern. Ich muss Richtung Südosten, um diesen Rollrücken zu finden. Oh. Ziemlicher Arsch der Heide, ey. Also auch noch durch die Basis hier. Könnte dorthin reisen. Das machen wir.
Endlich. 3 Monate. Garsha. Fast 4. Was? Als ich zuletzt dort war. So, schauen wir mal, was der. Wenn ich schon das sehe, so einen Schaden. Heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Ein Haufen Perfekten mit vielen Funken, aber ohne Metall zu sein. Und ich dachte, ein Schmiedeteil hätte deinen Hintergrund anders getreten, damit du es auf dir machst. Das ist nicht Petra. Ich kann mal den Kopf auf den Hintern. Fehlende Fahrzeug benötigt. Okay. Hol ich mal ein Pferdchen. Das müssen die Maschinen sein, die Genders und Beschabit meinten. Erledige die Maschinen. Ich muss Plünderer erlegen, wenn ich die Überbrückung reparieren will. Wurde entdeckt. Thank you.
ist sicher. Hier gibt es wohl nicht sonderlich viel. Aber diese Ruinen versinken im Wasser. Ich werde nicht sehr tief tauchen können. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Ich sollte mir den Teil der Ruinen unter Wasser ansehen. Vielleicht finde ich da Spuren. Wieder blockierte Ding. In dieser Konsole unter Wasser steckte etwas. Aber ich kann nicht lange genug die Luft anhalten, um es herauszuziehen. Also da kann ich auch nicht viel machen. Da kann ich auch nicht jetzt viel machen jetzt. Dann heißt, wir gehen zum Hauptquartier. Ich sollte das Wasser abschütteln. Speichern. So. Ich muss ein anderes Outfit mal besorgen. So, wo sind wir stehen geblieben? Ein Hauptding war. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück zum Basis. Oder gehen zu Kerl. Zu Basis zurück. Das könnte ich auch noch machen. Aber schauen wir mal noch nebenbei. Nee, das machen wir nicht. Flughornüberwiegung, das können wir dann nachher mal machen. Aber schauen wir mal, was sich in der Basis gemacht hat. Ether zu Gaia. Sondern liegen die Teppiche. Vom letzten Bezug war er nicht da gewesen, wo ich rausgegangen bin. Oh. Meinst du so? Oh! Du schwingst keinen Hammer, Erend. Versuch's mal etwas sanfter. Meine Wurstfinger sind nun mal nicht sehr sanft, okay? Zurück. Folge der Linie. Rechts. Das andere rechts. Ich hab sie gesehen. Aloy hat sie im Norden gefunden. Hab ich dich. Feige Verräter! Das nennt man Concussion Beat Party oder so. Das nenne ich Musik. Aloy! Erend, es geht dir besser. Und du bist hier.
Val meinte, du könntest Hilfe bei ein paar komplizierten Dingen gebrauchen. Es liegt aber noch viel Training vor uns. Man wird nicht an einem Tag zu einem Jäger. Jeder Same wächst in seinem eigenen Tempo, was nicht heißt, dass er nie blüht. Dein Tenakt-Freund ist angekommen. Cotallo. Ich habe gehört, ihre Krieger trinken Blut. Solltest wachsam sein. Ich denke, er hat in seinem Leben genug Blut gesehen. Ich habe ihm eins der Zimmer gegeben. Er scheint Wert auf Privatsphäre zu legen. Sieht aus, als hättest du alles unter Kontrolle. Ich sollte das zu Gaia bringen. Gut, wir trainieren weiter. Holen so schnell wie möglich auf. Ich träume schon von Glyphen. Tja, während du dich amüsiert hast, habe ich mit Gaia versucht, mehr über die Landgötter herauszufinden. Also, so wie ich das sehe, brauchst du dringend etwas Übung. Komm mit. Okay. Das ist aber nicht nur mehr als Übung. Gut aus. Wenn du zur Basis rückkehrst, aktualisieren sich die Dialoge mit deinen Gefährten häufig entsprechend deiner Fortschritte in der Geschichte. Neue Dialoge, bla bla bla. Okay, hat sich schon ein bisschen was getan hier. Ein paar Dialoge. Aloy, in der Kiste haben wir Vorräte gesammelt. Nimm dir, was du brauchst. Okay. Wo habe ich das schon mal gesehen? Okay. Alles nehmen. Gut, da hinten ist auch, also bei ihm ist noch Dialog. Die zwei. Dann spreche ich mal meine. Der gute alte Freund Ehren. Hey. Hey. Hübsch hier. Also, ich habe das nicht gebaut oder so. Stimmt. Ich verstehe, warum du gezweifelt hast, ob du uns mitbringen solltest. Es ist alles etwas viel. Aber keine Angst. Ich komme schon klar. Gut. Dein Training? Val hat dir also einen Fokus gegeben. An mir sieht er nicht so gut aus, aber bei der Schmiede, was ich alles gesehen habe. Sicher auch viel Schlimmes, weißt du? Das Ende der alten Welt und so. Ich versuche immer noch, das alles zu kapieren, aber ich habe nie ganz verstanden, wie du meine Schwester im Sonnenreich gefunden hast. Jetzt verstehe ich es. Irgendwie. Ich hab das Gefühl, ich könnte nützlich sein. Weißt du? Es braucht seine Zeit, aber... ja. Die Senitz. Du weißt schon, womit wir es zu tun haben, oder? Als Val mir das erste Mal erzählt hat, dass sie von den Sternen kommen, dachte ich, er hätte zu viele von diesen heilenden Beeren eingeworfen. Aber dank dir habe ich mich an den Anblick von Unmöglichem gewöhnt. Ich wünschte nur, sie wollten uns nicht immer umbringen. Ja. Geht mir genauso. Gefährten. Gewöhnst du dich gut ein? Val hilft mir dabei, einen Überblick zu bekommen, wenn er nicht gerade schweigsam ist. Keine Ahnung, warum er so nervös ist, wegen der Gaia-Frau oder wegen unserer neuen Utaru-Freundin. Was ist mit der Garde? Solltest du sie nicht im Osten herumkommandieren? Ich schickte einige von ihnen mit einer Nachricht nach Meridian. Ich bezweifle, dass er Val was dagegen hat, dass ich der Retterin von Meridian hier helfe. Du hast unseren neuen Tenakt-Freund getroffen. Er ist ruhig. Ich dachte, sein Volk bestünde aus blutrünstigen Irren. Du solltest nicht alles glauben, was du hörst. Ja. Also wenn du ihm vertraust, tue ich das auch. Talana ist in die Basis gekommen? Eher dran vorbeigekommen. Ich hatte gehofft, sie würde auf einen Drink bleiben. Einzige witzige Kaja, die ich kenne. Aber sie hatte wohl andere Dinge zu tun. Ich muss jetzt gehen. Ich übe einfach weiter hiermit.
So, dann lasse ich noch die Cam noch aus. Mit Wall. Wow, hier erwacht langsam alles zum Leben. Ja, und Gaia hat alle Daten, die sie in deinem Fokus hat, in diesem Archiv platziert. Mit den Fokussen von dir können wir beliebig darauf zugreifen. Du weißt schon, lernen und trainieren. Und wenn du uns brauchst, werden wir an deiner Seite kämpfen. Okay. Danke, Val. Wie läuft das Training mit so? Wir trainieren wirklich. Meistens. Sie liest Glyphen bereits schneller als ich. Ich wäre ein Narr, die Hilfe auszuschlagen. Natürlich. Liest ihr etwas da drüben? Wir sind alle Protokolle durchgegangen, die du im Nora-Gebiet gesammelt hast. Und im Berg der Urmutter. Schwer vorzustellen, dass meine Vorfahren darin eingesperrt waren. Ohne dass sie das Wissen von Apollo leiten konnte. Dank Ted Farrow. Ja, wie es sich wohl angefühlt hat, als sie endlich frei waren. Die Welt kam ihnen sicher wunderschön vor. Oder angsteinflößend. Sie waren fast noch Kinder. Und wurden zu einem eigenen Stamm. Ich lag wohl falsch bei den Zeniths. Ihr Schiff explodierte nicht auf dem Weg nach Sirius, wie alle dachten. Sie logen, als sie von einer besseren Zukunft in ihrer Startanlage sprachen. Sie logen wohl auch über das Schicksal ihres Schiffs. Und trotzdem, ein Stamm, der sich unter den Sternen niederlässt. Ich konnte ihre Schilde nicht mal zerkratzen, Val. Ein Zenith hätte mich fast umgebracht. Das hielt ich nicht ab, Gaia wieder zu erwecken. Es wird uns nicht aufhalten, Hephaestus gegen sie zu nutzen. Hoffen wir, dass das reicht. Du hast wohl mit Kotalo gesprochen. Ich wollte meinen Respekt für jene zeigen, die beim Überfall auf die Gesandtschaft fielen. Ich sagte, ich hätte noch niemand gesehen, der sich so auf eine Maschine gestürzt hat. Er meinte, Krieger sollten nicht für die Erfüllung ihrer Pflicht verehrt werden. Ich dachte schon, ich rede mit meiner Mutter. Hätte nie gedacht, dass ein Tenakt und eine Kriegsherrin der Nora so viel gemeinsam haben. Ich schätze, Talana ist nicht lang geblieben. Genau so ist es. Was diese Amadis wohl getan hat, um sie derart zu beeindrucken? Was immer es war, sie hat's mir nicht gesagt. Muss eine ziemliche Geschichte sein. Sie wird's uns erzählen, wenn sie bereit ist. Wenn sie bereit ist. Und wie läuft's mit den Fokussen? Wir haben alle noch unsere Probleme. Erend flucht definitiv am meisten. Aber ich hoffe, die Sturheit der Osseram siegt. Wie läuft's denn so? Sie sammeln noch Eindrücke. Bis jetzt hat keiner die Nerven verloren. So. Könnt ihr das vorhalten, wenn ich weg bin? Wenn Erend diese gleiche Musik nicht immer und immer wieder hört, vielleicht. Wir kommen klar. So, noch mit ihr. Val mag wohl seine Trainingspartnerin. Lernen kann man am besten gemeinsam. Warst du mal wieder in Reinklang? Ich habe daran gedacht, aber ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Dem Chor bin ich bereits ein Dorn im Auge. Wüssten sie, was wir mit Fa, selbst wenn sie es verstünden, könnten sie nur wenig begreifen von all dem. Nein, ich muss den Stamm vorerst zurücklassen. So, wie immer... Wie ist dein Training? Was hast du vor? Gaia war so freundlich, mir eine Liste mit Glyphen der Alten zusammenzustellen. Sie half mir dabei, ein paar der Daten von dir zu entschlüsseln und zeigte mir, wie man den Fokus als Hilfe benutzt. Es ist nicht einfach, aber es funktioniert. Schön zu hören. Du hast dich eingewöhnt. Gaia sagte, dieser Ort wurde für uns erbaut. Damit wir die Kontrolle über unser Land zurückerhalten. Mit ihrem Terraforming-System. Es pflegen, wie die Landgötter es mit den Feldern in Reinklang tun. Es scheint mir seltsam, dass ein Ort des Lebens derart voll ist von... Metall. Und so... Hat Gaia dir etwas über die Zeniths erzählt? Das hat sie. Obwohl es nicht gerade einfach zu glauben war. Dass Orte unter den Sternen sind, wo das Leben ähnlich erblühen kann wie hier.
Das macht's einen selbst klein und herzzerreißend, dass solches Leben entschlossen ist, unseres zu vernichten. Klingt, als wärst du meiner Freundin Talana begegnet. Ja, die Kaja-Jägerin. So eine Ausrüstung habe ich seit den roten Raubzügen nicht gesehen. Aber Val hat mir gesagt, dass sie auch unter dem verrückten König gelitten hat. Ja, sie ist eine von den Guten. Glaub mir. Hast du mit Kotallo gesprochen? Ein paar Worte. Tenakt können mit uns Fremden nicht viel anfangen. Du musst ihn sehr beeindruckt haben, dass er dir seine Treue geschworen hat. Du hast also mit Gaia geredet? Ja, sie war so nett, ein wenig von der Geschichte der Alten zu berichten. So wie ihres Untergangs und der heldenhaften Taten ihrer Schöpferin Elizabeth Sobek. Ich war überrascht zu sehen, dass sie du war. Gestorben und wiedergeboren. Ich kann nicht behaupten, es zu verstehen. Ich nehme an, du hast schon Eren kennengelernt? Natürlich. Jeder Freund von Val ist auch mein Freund. In diesem Fall ein sehr lauter Freund. Oh, noch eine Dialoge. Deine Nachbarn? Wie ist es möglich, dass ein Stamm wie die Utaro den Frieden mit Kriegern wie den Tenakt halten kann? Wir halten sie fern. Wenn unsere Felder in reicher Blüte standen, waren die Tenakt neidisch. Doch die Schüsseln boten Schutz und Anhöhen, um Eindringlinge abzuwehren. Selbst die Tenakt sahen ein, Frieden zu halten. Die Utaro versprachen, sie jedes Jahr mit Nahrung aus unserer Ernte zu versorgen. Im Ausgleich stellten die Tenakt einen ihrer Veteranen ab, um die Utaro im Kampf auszubilden. Einige Jahre nach der Störung wurde das wieder aufgegeben. Aber es gibt noch Veteranen in den Ebenen. Ich habe sie schon getroffen. Ich wollte dich fragen, was ist zwischen dir und dem Chor los? Ihr scheint euch nicht gut zu verstehen. Das passiert, wenn man die einzige Utaro ist, die sich ihnen öffentlich widersetzt. Zweimal. Als die Kaja in die Utaro-Ebenen einfielen, griffen sie nicht allein unsere Dörfer an. Sie verbrannten unsere Felder, versklavten unser Volk und töteten die, die für die Reise nach Meridian zu schwach waren. Um im Sonnenring geopfert zu werden. Ich half damals den Heilern, als Flüchtlingsscharen nach Rheinklang kamen. Der Chor war uneins, wie man reagieren sollte. Einige wollten zu den Waffen greifen. Andere glaubten, die Schüsseln würden uns schützen, wie sie es schon oft getan hatten. Während sie stritten, vergrub ich die Samen der Gefallenen. Es war sicher hart, dein Volk leiden zu sehen, während die Kaja in euer Land eindrangen. Ich komme aus einem kleinen Dorf bei Rheinklang. Meine Großmutter sagte immer, dass dort jeder Samen wachsen würde. Ich zog zu den Schüsseln, als ich Heilerin werden wollte. Als die roten Raubzüge kamen, wollte ich zurückkehren. Aber es kamen viele Verletzte nach Rheinklang. Also habe ich es immer verschoben. Eines Tages wachte ich auf und erfuhr, dass Kaja nachts mein Dorf überfallen hatten. Wir eilten hin, um den Überlebenden zu helfen, aber es gab keine. Der Gestank brennenden Fleisches verfolgt mich seither. Es tut mir leid, so. Ich trat direkt nach unserer Rückkehr vor den Chor und verlangte, dass wir uns gegen die Eindringlinge wehren sollten. Sie lehnten ab. Also brach ich alleine auf. Also, gibt's noch was? Okay, da gibt's noch was. Du gingst allein los, um die Kaja zu bekämpfen? Ja. Nur, dass ich nicht die Einzige war. Meine Meinungsverschiedenheit mit dem Chor hatte sich rumgesprochen. Nach kurzer Zeit
kamen mehr als ein Dutzend Utaro-Krieger, um in den Kampf zu folgen. Wir konnten die Karja-Armeen nicht frontal angreifen. Aber dafür kannten wir das Land besser als sie. Wir lauerten kleinen Überfallkommandos auf, störten ihre Versorgung und griffen nachts die Lager an. Klingt nach einer ernstzunehmenden Gefahr. Zumindest bemerkten uns die Tenakt. Als die Clans die Karja nach Osten drängten, durften wir uns ihnen anschließen. Wir konnten den Feind bis nach Fahrlicht jagen. Du warst also bei Fahrlicht, als die Tenakt die Karja besiegten? Tenakt-Marschälle erkletterten nachts die Klippen im Schrecken und griffen von der anderen Seite an. Die Tore wurden schnell geöffnet und die Armeen der Clans strömten hinein. Was dann passierte, will ich am liebsten vergessen. Als der Staub sich legte, roch ich ihn wieder. Den Gestank verbrannten Fleisches. Unser Feind war besiegt. Der Rest meines Trupps kehrte in die Utaro-Ebenen zurück. Ich ging nach Rheinklang zurück. Doch selbst nach vielen Ernten fühlte ich mich immer noch nicht angekommen. Bist du deshalb Grabessängerin geworden? Ich dachte, das Leid anderer zu lindern, würde mein eigenes heilen. Und dann kamst du und gabst mir die Wahl. Entweder ich singe an Gräbern oder kämpfe, damit Menschen am Leben bleiben. Ich bin froh über deine Wahl. So, dann gehe ich mal durch. Ja. Gut, ich sollte aufbrechen. Ich sollte wohl weiter trainieren. So,